Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einem neuen Marktupdate hier aus dem Handelssaal der Börse Stuttgart an diesem Donnerstag, einen Tag nach dem doch recht ordentlichen Dämpfer, den wir hier erlebt haben am Mittwoch. Und ein Großteil dieses Dämpfers, der kann heute wieder wettgemacht werden in den ersten Handelsstunden. Sieht gar nicht mal so schlecht aus, der DAX wieder auf Erholungskurs nach recht soliden Vorgaben auch von der Wall Street. Da ging es zwar auch nicht enorm weiter, aber zumindest gab es keine Verlustvorzeichen. Der Dow kann sein Rekordniveau also damit halten, schließt unverändert. S&P 500 gestern auch unverändert aus dem Markt gegangen. Die Nasdaq sogar etwas besser, plus 0,3%. Und in Tokio sah es auch freundlich aus heute früh. Das Plus für den Nikkei-Index hier mehr als 1%. Damit können wir leben. Heute gibt es wieder viele, viele Quartalzahlen aus der zweiten Reihe und auch aus der zweiten Reihe. Insgesamt sehen die auch gar nicht mal so schlecht aus. Dazu kommen wir später. Also, der DAX auf Erholungskurs, gestern zeitweise ja unter der Marke von 9.200. Viele sagen, nach der Rallye von mehr als 1.000 Punkten seit Mitte Oktober ist das kein Beinbruch. Der Markt muss einfach mal Luft holen. Vielleicht ja das Luftholen vor dem Starten in die Jahresend-Rallye. Warten wir es mal ab. Also, dann schauen wir mal auf Euro-Dollar heute früh. 1,2450, da bewegt sich nicht allzu viel und wir haben beim Goldpreis eine gut behauptete Tendenz. Gold, die Feinunze jetzt bei 1.162 US-Dollar. Wir haben Verbraucherpreiszahlen bekommen aus Deutschland heute an diesem Donnerstagvormittag plus 0,8%. Nur plus 0,8%. Und man kann auch sagen, das ist Preisstabilität. Sie wissen und Sie merken es vielleicht auch im Geldbeutel, tanken ist eher günstig. Und auch Heizen ist nicht wirklich teuer und das drückt hier auf die Preise bzw. lässt sie nur um 0,8% steigen. Das ist Futter für die im Eurotower, die sagen, wir müssen mehr tun in Sachen QE. Also die Preise weiterhin sehr, sehr träge unterwegs. Da sind wir gleich beim Thema Energie und zwar bei RWE. Gestern ja die Zahlen von E.ON, heute die Zahlen von RWE. Auch dort ein Gewinneinbruch. Die Strom-Großhandelspreise, die sinken weiter. Und die milden Temperaturen, die taten hier ihr Übriges. Das EBITDA nach 9 Monaten minus 22%, der Nettogewinn bei RWE minus 60% und der Verkauf der Tochter DEA noch in diesem Jahr ist fraglich geworden. Die Aktie im Moment minus 2,5%. Dagegen steigen die Kali-Preise und das ist eine gute Nachricht für die Freunde von K plus S aus Kassel. Der Hersteller von Salzen und von Kali-Produkten, der sieht wieder positive Tendenzen und die Aktie sieht auch gar nicht schlecht aus. Sie steigt hier um gut 2% an diesem Donnerstagvormittag und die Guidance für das Gesamtjahr für das operative Ergebnis, die wurde auch nach oben von K plus S angepasst. Wir haben noch Zeit für Merck aus der ersten Reihe. Die Zahlen gemischt, unter dem Strich etwas enttäuschend. Nettoergebnis minus 27%. Man musste mehr Steuern zahlen. Das hat sozusagen den Gewinn geschmälert. Und das EBITDA bereinigt plus 3,1%. Das lässt sich dagegen durchaus sehen. Die Aktie mal im Plus, mal im Minus. Und dann schauen wir auf den EUWAX Sentiment Index. Der kann sich auch nicht so recht entscheiden. Der begann im Plus mit 5 Punkten, dann war er im Minus mit 22 Punkten. Jetzt ist er im Minus mit 10 Punkten. Noch kein klarer Trend dort. Wir bleiben weiter für Sie am Ball. Bis später. Alles Gute aus Stuttgart. Tschüss.